König Heinrich wusste den Brand von Bayeux für sich zu nutzen. Heinrich eroberte wichtige Befestigungen und erkaufte die Treue mächtiger Adliger, um die Normandie aus dem Griff seines Bruders zu lösen. Im Jahr 1106 sollten sich in Tangebret die Ansprüche der Brüder auf die Länder ihres Vaters für immer entscheiden. Um die Normandie einzugliedern und seinen Bruder Herzog Robert einzukerkern, belagerte König Heinrich die Burg von Tangebret. Doch der direkte Angriff auf die gewaltige Steinburg scheiterte. Da er die hohen Mauern nicht durchbrechen konnte, entwarf der König einen neuen Plan, um seinen Bruder gefangen zu nehmen. Heinrich würde Robert zwingen, sein Land zu verteidigen, indem er die Dörfer Martigny und Fresnes verwüstete. And then take us, sir. Certes. Has been a word. Um Robert aus seiner Festung zu treiben, würden Heinrichs Männer das Dorf bis auf die Grundmauern niederbrennen. Das Dorf Martigny war zerstört. Doch Robert kam nicht aus der Burg, um Heinrich entgegenzutreten. Heinrich musste den Einsatz erhöhen. Als nächstes nahm er das Dorf Fresnes ins Visier. Mit genügend Gold würde Heinrich Verstärkung von Verbündeten aus der Gegend kaufen können. Heinrich schickte Gold an seinen Verbündeten in Men und bekam dafür frische Kämpfer. But mean a word, sir. And then take to serve.
Heinrich erhielt Nachricht, Robert habe ein neues Heer angefordert, um seine Stellung in der Burg zu verteidigen. Heinrich würde diese neuen Streitkräfte eliminieren müssen, bevor sie sich mit der Garnison von Tangebret zusammenschließen konnten. Mit der Vernichtung von Roberts herannahender Armee hatte Heinrich den Versuch seines Bruders, die Verteidigung der Burg zu verstärken, vereitelt. Mean a word.
Das Dorf Fren wurde durch Heinrichs Armee dem Erdboden gleichgemacht. Heinrichs Provokationen hatten sich bezahlt gemacht. Robert verließ endlich seine Burg, um sich seinem Bruder auf dem Schlachtfeld zu stellen. Im Austausch gegen Gold schickte Heinrichs Verbündeter in Bayeux Verstärkung. König Heinrichs Taktik, Robert ins Freie zu locken, war aufgegangen. Heinrich nahm seinen Bruder gefangen und die Normandie gehörte ihm.